Mit dem Sandbox-MMO New World beschreiten die Amazon Game Studios nach der Entwicklung kleinerer Mobile-Games vollkommen neue Wege. Statt, wie die meisten Entwickler heutzutage, auf schnelle Action und kurze Runden zu setzen, wird New World ein Spiel, in das ihr problemlos eure gesamte Freizeit versenken könnt. Denn egal wie viel ihr spielt, ein Ende wird nie in Sicht sein. Das Setting von New World ist relativ schnell und einfach erklärt. Wir befinden uns in einer alternativen Welt, die etwa auf dem Stand unseres 17. Jahrhunderts ist, und ihr gehört zu den tapferen Abenteurern, die sich aufgemacht haben, einen neu entdeckten Kontinent zu besiedeln. Dabei gilt es natürlich erstmal, das eigene Überleben sicherzustellen. Wir brauchen also Nahrung, Wasser und ein Dach über dem Kopf. Schnell merken wir jedoch, dass die neue Welt doch nicht so unbewohnt ist, wie wir gedacht haben. Es finden sich Überreste einer Zivilisation, die scheinbar bereits vor langer Zeit unterging. Diese birgt einige Geheimnisse, die wir im Laufe der Zeit entdecken können. Was aber nicht im Vordergrund des Spiels steht, zumindest nicht am Anfang. Stattdessen schließen wir uns mit anderen Spielern zusammen, suchen uns in der riesigen Welt ein freies Fleckchen und siedeln dort an. Wer jetzt aber an ein Survival-Spiel denkt, ist schief gewickelt. Essen und Trinken spielt zwar eine Rolle, aber mehr in Form von dadurch erhältlichen Buffs. Verdursten oder verhungern könnt ihr in der Welt von New World nicht. Weil es in einem Sandbox-MMO alleine doch eher langweilig wäre, tut ihr euch in sogenannten Kompanien mit bis zu 49 anderen Spielern zusammen. Gemeinsam errichtet ihr Siedlungen, beschützt diese mit massiven Holzpalisaden und stattet sie im Laufe der Zeit mit unterschiedlichen Behausungen aus. Darunter beispielsweise verschiedene Lager oder Crafting-Stationen. Um diese Gebäude oder im weiteren Verlauf des Spiels auch jede Menge Waffen, Rüstungen, Werkzeuge und ganze Kampfmonturen herzustellen, hat New World ein umfangreiches Handwerkssystem. Bei der Herstellung von unterschiedlichen Gegenständen oder Gebäuden sammelt ihr Skillpunkte, die ihr dann wiederum in verschiedene Bereiche investieren könnt. Je versierter ihr in einem Bereich seid, desto besser sind die von euch hergestellten Waren. Ein Großschwert aus den Händen eines Meisterschmieds ist dementsprechend zwar das gleiche Item, wie wenn es ein Lehrling herstellt, aber eben mit deutlich besseren Werten ausgestattet. Aber nicht nur euer Skill spielt bei der Herstellung eine Rolle, auch die Ressourcen gibt es in verschiedenen Gütestufen. Nutzt ihr nur das beste Erz und den daraus entstehenden feinsten Stahl, dann erreicht auch die geschmiedete Rüstung ein deutlich höheres Niveau. Gute Handwerker sind für eure Gemeinschaft also mindestens ebenso wichtig wie Spieler, die auf die Beschaffung von Ressourcen oder den direkten Kampf spezialisiert sind. Wie bei den meisten Sandbox-MMOs steht natürlich auch bei New World der Konflikt zwischen verschiedenen Gruppierungen im Vordergrund. New World setzt dabei auf ein aktives Kampfsystem, welches Einsteiger nicht überfordert. Je nach ausgerüsteter Waffe habt ihr drei verschiedene Angriffe, die ihr mehr oder weniger gezielt auf den Gegner niedergehen lassen könnt. Neben einem Standardangriff habt ihr eine Spezial- sowie eine Ladeattacke im Repertoire. Zusätzlich könnt ihr per rechter Maustaste auch die Waffe oder den Schild zum Blocken erheben und so eintreffende Angriffe abschwächen oder im Falle eines Schilds komplett negieren. Jeder Angriff, als auch jeder Block, kostet euch jedoch Energie. Ist diese leer, dann seid ihr einige Sekunden komplett hilflos. Allerdings regeneriert sich die Energie recht schnell, sodass keine allzu langen Pausen im Kampf entstehen. Neben den normalen Waffen stehen euch aber auch einige Zauber oder Heilungen zur Verfügung. Da New World nicht über ein klassisches Klassensystem verfügt, hängen eure Fähigkeiten von der angelegten Rüstung ab. Wer beispielsweise mit einer druidischen Rüstung unterwegs ist, kann Heilungen verteilen oder Mitspieler auf andere Art und Weise unterstützen. Die Wahl und Qualität der Rüstung spielt in New World also eine entscheidende Rolle, was die Wichtigkeit des Handwerks noch einmal unterstreicht. Was in 1 gegen 1 Kämpfen recht gut funktioniert, wird in größeren Schlachten schnell unübersichtlich. Das liegt auch an der derzeit noch recht hakeligen Steuerung und dem schlechten Trefferfeedback. Hier wollen die Entwickler aber in naher Zukunft weiter Hand anlegen und sowohl Animationen als auch Kampfmechaniken noch verbessern. Ein paar spannende Features hat aber auch das New World Kampfsystem. So verschwinden beispielsweise die Lebensbalken über euren Köpfen, sobald euer Charakter in die Hocke geht und sich dadurch nur noch langsam bewegt. Feindliche Spieler können euch zwar trotzdem noch sehen, müssen euch aber ohne die Hilfe der sonst üblichen Lebensbalken entdecken. So sind Hinterhalte in der offenen Spielwelt deutlich vielversprechender als in anderen Sandbox-MMOs.
Trotz Sandbox sind die Spieler in der Welt von New World nicht ganz alleine. Überall in der freien Welt finden sich wilde Tiere und mysteriöse verfluchte Gestalten oder Geister. Bei letzterem handelt es sich um andere Abenteurer, die lange vor euch auf dem neuen Kontinent eintrafen und einer unbekannten, finsteren Macht anheimgefallen sind. Was es genau mit dieser dunklen Macht auf sich hat, konnten oder wollten uns die Entwickler in unserer Testsession noch nicht genauer erklären. Allerdings soll dieser Umstand im späteren Spielverlauf noch eine tragende Rolle spielen. Auf lange Sicht läuft es also in New World darauf hinaus, dass ihr mit eurer Kompanie eine schöne Stelle auf der gewaltigen Karte des Servers findet und euch dort niederlasst. Unterschiedliche Regionen bieten dabei verschiedene Vor- und Nachteile, beispielsweise im Vorkommen von Ressourcen oder in der Möglichkeit zur Verteidigung. Anschließend baut ihr eure Siedlung aus, spezialisiert euch im Handwerk, der Kriegskunst oder der Sammelei von Ressourcen, um eure kleine Gemeinschaft florieren zu lassen. Und dann kommt es irgendwann unweigerlich zum Konflikt mit anderen Kompanien. Neben kleineren Scharmützeln in der offenen Welt gibt es zudem die Möglichkeit, einer kompletten Kompanie den Krieg zu erklären. Diese bekommt daraufhin einige Stunden Zeit, um die Verteidigung zu organisieren, bevor ihr deren Siedlung mit Mann und Maus und Belagerungswaffen angreifen dürft. Seid ihr erfolgreich, winken euch nicht nur die Besitztümer der verfeindeten Kompanie, ihr könnt deren Siedlung sogar eurem Reich einverleiben. Je größer euer Territorium, desto schwerer wird es jedoch zu verteidigen, denn auch im späteren Spielverlauf bleibt eine Kompanie auf 50 Spieler begrenzt. Ihr dürft zudem auf jedem Server, der jeweils eine eigene Spielwelt widerspiegelt, nur einen einzigen Charakter erstellen. Wer also bereits von Spioncharakteren geträumt hat, die er in feindliche Kompanien einschleusen will, den müssen wir leider enttäuschen. Außerdem wollen die Entwickler damit der Entscheidung, in welchem Bereich ihr euren Charakter spezialisiert, mehr Gewicht verleihen. Denn so werden zum einen Selbstversorger verhindert, die auf mehreren Chars alle wichtigen Spezialisierungen vereinen, als auch Ein-Mann-Kompanien, die eventuell für leere Server sorgen würden. Ob sich New World mit den bisher veröffentlichten Features wirklich so von der Konkurrenz abheben kann, dass es zu einem Erfolg für Amazon wird, lässt sich derzeit freilich noch nicht beantworten. Aber auch Details zum Bezahlmodell von New World konnten oder wollten uns die Entwickler noch nicht verraten. Eine mögliche Verbindung mit dem verbreiteten Amazon Prime-Abo steht aber schon länger im Raum und dürfte bei vielen Spielern auf offene Ohren stoßen. Bis zum Release wird aber ohnehin noch jede Menge Zeit ins Land gehen. Die Entwickler streben Ende 2019 an, was bei unserem derzeitigen Eindruck durchaus realistisch erscheint. Bis dahin sehen wir dann auch hoffentlich noch mehr vom Handwerkssystem und können euch mit frischen Infos aus der Alpha- und Beta-Phase des Spiels versorgen. Wir hoffen trotzdem, wir konnten euch einen guten ersten Eindruck von dem vermitteln, was da hoffentlich noch in diesem Jahr auf euch zukommt. Mehr Infos zu New World findet ihr natürlich weiterhin auf buff.de.